So, jetzt haben wir so schön drapiert und jetzt kann ich auch anfangen. Wir drehen mal wieder eine Homestory und besuchen einen unserer ehemaligen Hunde in ihrem neuen Zuhause. Heute sind wir bei der Border Terrier Mixhündin Röschen. Röschen ist 4 Jahre alt, fast auf den Tag, und war weit über 2 Jahre bei uns im Tierheim. Wir haben sie auch 2-mal mit Tierheim TV vorgestellt. Es gab dann noch eine zweite Chance. Das war ein bisschen chaotisch, der Dreh, weil die Röschen einen sehr, sehr ausgeprägten Jagdtrieb hat. Und jeder Vogel, auch heute, hier sind viele, viele Vögel, sind alles spannender als Corinna, die Halterin, und ich. Ja. Corinna, wir sind heute in der Nähe von Hannover bei euch und besuchen das Röschen. Wie bist du auf das Röschen gekommen? Wir haben auf eurer Homepage geguckt. Ich interessiere mich schon immer für Hunde und bin auch selber Gassigängerin gewesen. Und haben halt geguckt, was für ein Hund zu uns passen könnte. Und da haben wir sie gesehen und sieht schön aus. Die Beschreibung passte auch. Ja, ist eine ganz süße. Und dann haben wir mal angerufen bzw. eine Mail geschrieben und gefragt. Habt ihr euch die Filme auch angeguckt? Haben wir uns auch angeguckt, ja. Und die sind ja schon ein bisschen speziell, die Filme. Aber es war so, nee, wir wollen das mal wagen. Genau. Ich habe mir die Filme auch erst angeguckt, nachdem wir bei euch waren. Ach so. Ja. Und wie oft, ihr wart ja unheimlich oft bei uns im Tierheim. Ja. Wie oft etwa? 15, 20 Mal bestimmt, ja. 15, 20 Mal. Manchmal 3-mal die Woche. Und durften sie dann nach einer Zeit auch mal mit nach Hause nehmen, um zu gucken, wie es ihr bei uns gefällt. Ihr habt sie dann so einen halben Tag? Genau. Aber nicht über Nacht? Nein. Aber so, wie funktioniert das zu Hause? Wir hatten eine Probeübernachtung, bevor wir sie aufgenommen haben. Genau. Und ihr wart auch mit unserer Hundetrainerin, die ja ganz intensiv mit dem Röschen gearbeitet hat draußen. Ja. Hat euch alles nicht abgehalten, ne? Nein. Nicht. War das so ein bisschen lieber auf den ersten Blick? Ja. Dann? Ja. Und dann habt ihr sie zu euch geholt, nachdem ihr nun zigmal da wart. Hat das von vornherein gut geklappt? Also wir haben einen großen Garten, da sitzen wir ja auch gerade drin, und die Terrassentüren, die Scheiben waren manchmal schon sehr reizvoll, was sie draußen alles gesehen hat. Aber eigentlich, nachdem sie bei uns eingezogen war, war das gar nicht mehr so interessant. Sie ist ja bei euch drin sehr entspannt. Ja. Welche Reize sind denn bei ihr sehr ausgeprägt? Auf was reagiert sie denn sehr extrem? Vögel, Eichhörnchen, Igel. Katzen. Alles, was klein und schnell ist. Und da will sie dann auch hinterher, ne? Ja, unbedingt. Ja, also das kann man auch keinem erzählen. Ich habe auch Bekannte, die, Ich habe Bekannte, die selber auch Jagdhunde haben oder verschiedene Hunde. Und das kann man keinem so nahe bringen, wie man es erlebt. Das ist, sie ist nicht sie selber. Also sie ist komplett außer Rand und Band von der Rolle. Ja. Das ist wirklich erschreckend. Bei ihr schaltet dann so ein Schalter um, ne? Ja. So von ganz ruhig entspannt auf total, oh, was ist da, was ist da? Unkontrollierbar. Ja, ne? Ja. Weil hier sind jetzt, man hört das ja nicht, aber hier sind einige Vögel, da ist sie total fixiert, ne? Ja. Jeder Vogel wird genauestens beobachtet, und wenn du sie nicht festhalten würde, wäre sie sofort weg, ne? Hast du denn die Hoffnung, dass das noch mal besser wird? Es ist auch besser geworden. Ja. Also man lernt Handhabe, man hat einige Situationen, und es wird von Mal zu Mal besser oder einfacher, weil man jetzt halt auch einiges erlebt hat und auch selber besser damit umgehen kann. Aber ja, also ich glaube schon. Aber wenn der Reiz zu stark ist, glaube ich, hat man keine Chance. Du hast ja mit deinem Mann auch schon, ihr habt euch Filme angeguckt. Genau. Ihr habt mit allen möglichen Leuten darüber gesprochen. Wie ist denn da so das Feedback? Dass sie gelehrig ist. Also, dass sie es auch kann, aber ja, das sind halt die Hormone, die Jagd. Und das Röschen ist natürlich kastriert. Genau. Das muss man schon dazu sagen. Dass jetzt Leute denken, sie ist unkastriert. Sie ist natürlich kastriert. Sie ist kastriert, aber das ist halt der Jagdinstinkt, und der ist so stark. Ihr arbeitet ja inzwischen auch mit einer Trainerin zusammen. Genau. Auch so mit akustischen Reizen. Ja. Erzähl mal was davon. Also ihr habt ja mit den Schellen gearbeitet. Das war für uns halt Neuland, und das war ein bisschen schwierig. Und da hat sie auch nicht so drauf reagiert, wie wir uns das erhofft hatten oder gedacht hatten. Haben dann noch mit Rasseln auch gearbeitet. Und mittlerweile ist es so, dass wir
halt auch mit ihr noch neue Signale, Kommandos gelernt haben. Und manchmal sind wir schneller als sie und mit Kehrt. Und dann bringen wir sie in den Sitz und dann bleibt sie auch. Und das funktioniert ganz gut. Und auch draußen gut, und ne? Auch gerade draußen gut, ne? Genau. Da gibt es dann auch keine Probleme. Oder man muss natürlich immer am Ball bleiben. Genau, ja. Also zu Hause ist sie ja sehr entspannt. Also auch, sie liegt ja bei euch auf dem Sofa. Genau. Das war auch nicht so geplant, glaube ich. Wir wollten eigentlich nicht, dass sie aufs Sofa kommt, nein. Weil sie ist halt ein kleiner Wildfang und ist überall. Und haben wir gesagt, Sofa muss nicht sein. Ja. Sie hat da ihre Plätzchen. Und dann haben wir aber irgendwann doch gesagt, sie darf. Dann kuscheln wir gerne mit ihr. Die ist ja auch ganz süß. Ja. Die ist süß. Die ist total süß. Die ist definitiv ein bildhübscher Mix, wie ich finde. Ist die Betreuung bei uns durch Tierheim, als du dich für das Röschen interessiert hast, hat das gut funktioniert? Ja, also die Antwort, die E-Mail, die Antwort, die kam schnell. Und auch am Telefon, das hat gut geklappt. Also es war zu Telefonzeiten immer jemand erreichbar. Und auch die Weiterleitung ins Hundehaus dann. Jetzt ist sie 4 Monate bei euch. Ich weiß, so in der Anfangszeit gab es den einen oder anderen Tag, wo ihr gesagt habt, buh, war die Entscheidung richtig? Ja. Das war aber nur in der Anfangszeit. Das war nur in der Anfangszeit. Und jetzt ist es die große Liebe. Ja. Ja. Ja, die ist auch eine Süße. Also, wir haben ja, der Dreh ist ja nur möglich durch unseren Sponsor Animonda. Wir haben, sieht man gerade die Bilder, vorhin das Paket aufgemacht. Danke an dieser Stelle an Animonda. Die ist ja sehr wählerisch, was Snacks anbelangt. Ne? Ja, aber es hat geschmeckt. Jetzt draußen haben wir es nochmal probiert. Draußen sind die Reize zu stark. Dann war da ein Vogel, dann, ich glaube, vorhin ist da ein Eichhörnchen lang gehüpft. Das war schon wieder alles zu viel. Ach, du bist so eine Süße. Und das ist halt auch das Außengelände. Du bist eine Süße. Was ist denn los mit dir? Ist die süß? Die ist süß. Ihr seht es ja an den Bildern. Cool, an dir danke ich, dass wir euch besuchen konnten. Dass wir uns das Röschen in ihrem neuen Zuhause angucken konnten. Wir drücken natürlich ganz doll die Daumen. Sie ist ja erst 4 Jahre alt. Dass ihr noch viele, viele schöne gemeinsame Jahre habt. Das war's. Wir bedanken uns auch bei euch für euer Interesse. Bis dann. Tschüss.